Herzlich willkommen bei Sam, Soul and Mind. Ein neues Gespräch mit Clemens. Clemens, der Mann aus dem Wald, der mit mir eine kleine Serie zu sehr wichtigen Themen führt. Die germanische Heilkunde findet sich in Teil 1. Jetzt wollen wir über systemische Familienstellungen sprechen und über das morphische Feld. So. Hallo Sam. Hi, legen wir einfach mal los. Ja. Dazu muss ich sagen, dass ich mich mit dem Familiensystem auch sehr lange und ausführlich beschäftigt habe und sogar schon mal ein Buch darüber geschrieben habe. Und dass du ja auch in deinem Coaching, genau, du hast ja eine lange Coaching-Ausbildung gemacht, das auch als ein Feld hattest, richtig? Ja. Genau. Wir werden heute einfach nur kleine Segmente bringen, Impulse rausgeben, weil ich denke, in einem Gespräch, in einer Sendung kann man das Ganze ja nicht in Gänze darstellen. Ja. Ich glaube, das geht in erster Linie darum, den Menschen einen Impuls zu geben, sich damit zu beschäftigen und dass sie verstehen, um was es geht. Was macht eine Familienaufstellung? Genau. Mit mir und mit der Familie. Genau. Also die Familienaufstellung an sich als Technik, als Methode, um mit Konflikten klarzukommen, um das Feld wieder ein bisschen einzuruckeln, sage ich mal, ist ja eine Sache. Aber das Ganze vielleicht auch erstmal ein Stück weit intellektuell zu erfassen, beziehungsweise Regeln und Strukturen zu erkennen, da können wir heute in der Basis mit anfangen. Du hast was aufgemalt. Fangen wir doch vielleicht gleich so an. Ja, das können wir machen. Ich halte hoch und du zeigst. Nicht, dass deine Arme gleich lahm werden. Nein, alles gut. Okay, bei dem Thema Familienaufstellung redet man auch von Systemik. Und der Begriff beinhaltet, dass es ein System gibt in der Familie, wie eine Familie aufgebaut ist, um gesund zu funktionieren. Und wir haben das hier mal aufgemalt, ganz einfach, wie eine Familie energetisch aufgebaut ist. Und ich erkläre das kurz. Wir haben hier oben die energetischen Räume für die Frau und für den Mann. Also das ist jetzt kein Grundriss für eine Wohnung. Ne? Obwohl so ein bisschen. Ja, aber man kann das Ding auch auf den Grundriss einer Wohnung adaptieren. Adaptieren, danke für das schöne Wort. So, also. Erstmal in einer Partnerschaft sollte die Frau und der Mann auch jeweils seinen eigenen Raum haben. Mhm. Ich brauche meinen eigenen Rückzugsraum. Als Zimmer könnte das eine Werkstatt sein oder mein Büro, wo mein Computer steht, oder ein Hobbyraum oder sowas, wo ich mich zurückziehen kann, wo ich meins mache. Mhm. Und genauso für die Partnerin ein eigener Bereich, der ganz für sie da ist. Und es ist auch sinnvoll, dass der andere Partner, das Gegenüber, sich in diesen anderen Raum nicht einmischt, in den gegenüberliegenden Raum. Mhm. Dazu können wir gleich sagen, Platz ist in der kleinsten Hütte. Es muss nicht immer der tatsächliche Raum sein. Es kann auch eine Ecke sein oder... Genau. Ne? Ja. Gut, aber das Ganze wichtig ist, energetisch zu verstehen, was den Abgrenzungsraum des Wesens angeht. So. Dann gibt es einen gemeinsamen Raum, in dem die Partnerschaft stattfindet. Den Raum kann man direkt darin angeschlossen sehen. Und der Raum, in dem die Partnerschaft stattfindet, ist auch ein Raum, der, sage ich mal, geschützt sein will. Da darf niemand rein, auch keine Kinder. Ganz wichtige Information. Ja, ganz wichtig. Also die Kinder, und das kann man auch so sagen, die Partnerschaft der Eltern geht die Kinder nichts an. Das heißt, es ist für die Kinder nicht gesund, sich da einzumischen. Da kommen wir dann später zu, was daraus für Konflikte dann eben genau entstehen und warum bestimmter Ärger, auch gerade in Patchwork-Families, da ist es ja nochmal ganz schlimm. Okay, dann haben wir den Partnerschaftsbereich. Genau, das ist der Partnerschaftsbereich. Und dann gibt es einen Raum, wo sich alle treffen. So, das ist der Raum der Familie. Und an den Raum der Familie schließen sich auch die Räume der Kinder an. Ne? Natürlich, im Idealfall hat jedes Kind sein eigenes Zimmer. Und da würde ich auch sagen, jemand von hier oben, Vater oder Mutter, sollten die Räume der Kinder auch nicht ohne Erlaubnis betreten oder zumindest sich ankündigen. Mhm. Ne? Damit das Kind auch seinen eigenen, sicheren, abgegrenzten Raum hat.
Sein Revier. Sein Revier, ja, richtig, ganz genau. Der Begriff ist wichtig und dieser Begriff ist auch wichtig im Zusammenhang mit der germanischen Heilkunde. Mhm. Ne? So. Die Familie trifft sich hier und was die Kinder nicht dürfen, ist diese Grenze übertreten. Hierauf. Ne? Mhm. Und Eltern sollten sich bemühen, diese Grenze hier unten nicht zu übertreten. Was nicht heißt, dass man nicht die Wäsche von den Kindern in den Schrank packen darf als Mutter, wenn es sich um noch kleine Kinder handelt. Ja. Sondern es geht viel mehr darum, diese Grenzüberschreitung. Tochter hat Besuch, vielleicht der erste Freund sogar ist da. Ja. Und Mutter oder Vater platzen ohne Anklopfen rein. Ja. So. Darüber reden wir jetzt, ne? Genau, einfach nur zum Verständnis. Okay, das heißt also, aufgrund dieser Grundlage, die für jede Familie wirklich als Basisinformation gelten sollte, können wir dann aber später in der Arbeit identifizieren, wo Verschiebungen stattgefunden haben. Wo Verletzungen stattgefunden haben. Und die dann auch mit Konflikten zu tun hat. Und das hier ist ja im Grunde genommen erstmal nur das Kernmodell oder das Kernschema der Familie hier. In der Systemik, in der Familienaufstellung ist das Ganze ja größer. Ja. Man kann das Schema jetzt mehrfach drüber setzen und zwar für jede Generation. Dieses System, genau, ich halte nochmal. Genau, dieses Ding hängt nochmal über dem Vater. Das ist die Mutter, über dem Vater und auch nochmal über der Mutter. So, und es gibt da auch Interaktionen, auch mit weit zurückliegenden Systemen der Groß- und Urgroßeltern und so weiter. Und das hat alles eine Auswirkung auf heute. Genau. Und das kann man sich in der Systemik, in der Familienaufstellung anschauen. Das ist ja dann die spannende Arbeit mit dem sogenannten morphischen Feld. Richtig? Ja, gut. Morphisches Feld ist ein Begriff, auch eine Interpretation einer Geschichte. Morphisches Feld kann man ja auch als sozusagen das kosmische Datenfeld bezeichnen. Und wenn wir darüber sprechen, über das kosmische Datenfeld, sollten wir dann auch ergänzen, dass in diesem kosmischen Datenfeld auch Wesenheiten sind. Das heißt, Vorfahren, Ahnen und so weiter und geistige Wesen. Und da sind wir natürlich schon sehr im spirituellen Bereich, weil wir da über Reinkarnation oder sowas sprechen. Genau, ich wollte nur in diesem Bereich einmal dahin kommen, dass tatsächlich auch, nehmen wir an, bei Tochter hier unten, durch die Großmutter, bei Frauen oder Mädchen ist es oft, dass es über die weibliche Linie geht. Mhm. Also es gibt auch Kreuzthematiken, aber über die weibliche Linie geht, dass dann die Urgroßoma, die vielleicht nicht mehr unter den Lebenden weilt, in der systemischen Arbeit durch das morphische Feld Einfluss bekommt auf die Heilung dieses jungen Mädchens. Ja, und das ist etwas, das ich selber öfter erlebt habe in Aufstellungen, an denen ich teilgenommen habe, dass sich Stellvertreter für meine Ahnen tatsächlich auch emotional so verhalten haben, wie sie es, also was man sich nicht vorstellen kann. Wieso empfindet der gerade Dinge, die überhaupt nichts mit seinem Leben zu tun haben, der Stellvertreter? Mhm. Was passiert da? Also das ist äußerst spannend. Und dazu müssten wir vielleicht einmal kurz für die Einsteiger auch erklären. Wir wollen es ja erstmal im Leitbereich, im Einsteigerbereich halten. Ja. Wie so eine Familienstellarbeit denn aussieht. Ja. Also es treffen sich Menschen, 10, 15. Oder weniger. Oder weniger, genau. Ja, man kann letztendlich auch eine Kissenarbeit machen. Ne? Aber wir bleiben mal bei einer Gruppe von Menschen, die mit einem Anliegen kommen, etwas in die Heilung, in die Lösung zu bekommen. Und dann gibt es dort einen entsprechend ausgebildeten Therapeuten, der diese Arbeit eben leiten und führen kann. Ja. Und alle, die dort anwesend sind und mit ihrem Wunsch auf Lösung kommen, meistens kennen sie sich auch untereinander gar nicht. Mhm. Das ist sogar ganz schön, weil dann diese Phänomene, von denen du eben berichtet hast, noch erstaunlicher sind. Ja, genau. Arbeiten gemeinsam für jeden Einzelnen an seinem Wunsch
an seiner Thematik auf Lösung. Ja. Und alle, die dort sind, bekommen meistens Repräsentantenrollen. Stellvertreter. Ja. Und dann geht die Arbeit ja im Grunde erst richtig los, wenn der Therapeut von einem, der dort sagt, das und das ist meine Thematik, das und das wünsche ich mir in Lösung in meiner Familie oder als Thema in meinem System, dass dann eben diese Repräsentanten die verstorbene Großmutter repräsentieren oder den Bruder, den Vater und so weiter und so weiter. Und dann werden Dinge ausgedrückt über die Repräsentanten, die demjenigen, der mit dem Wunsch auf Lösung kommt, so erstmal gar nicht bewusst waren. Ganz genau. So, korrigier mich oder füge gerne hinzu. Ja, das ist die Arbeit, die der Coach oder der Therapeut macht. Der hat erstmal ein Wissen darüber, welche Brüche es in den Verbindungen zwischen den Menschen geben kann. Und das untersucht er dann. Und dann teilt er einem Stellvertreter eine Rolle zu, eines Ahnen oder eines Familienmitgliedes und so weiter. Und dann geht er in Kommunikation mit diesem Stellvertreter und das können dann Fragen sein, wie geht's dir gerade, wie hast du das und das erlebt und so weiter. Und versucht aus dieser Interaktion etwas herauszufinden, wo er erkennen kann, dass da ein Bruch ist. Und wenn es dann sein muss, holt er eine weitere Figur aus der Familie dazu. Das heißt, ein anderer Teilnehmer wird dann hingestellt, dem wird die Rolle zugewiesen. Mhm. Und das faszinierend war, dass ich auch an Aufstellungen teilgenommen habe, wo die Stellvertreter überhaupt nicht wussten, für wen sie stehen. Mhm. Das war immer bei uns Mr. X oder Mrs. X. Ja. Und die sozusagen nur rein energetisch die Rolle zugewiesen bekommen haben. Und trotzdem hat das Ganze ein Gesamtbild ergeben, das aus dem man sozusagen eine Heilung und eine Rückverbindung der Menschen erzeugen konnte. Ja. So. Im Grunde ging es oder geht es darum, dass jeder dann wieder seinen Platz bekommt. Ganz genau. Dass Liebe im System ist, im Familiensystem. Bert Hellinger hat das Buch genannt Ordnung der Liebe. Ach. Ja, und das ist sozusagen der beste Begriff dafür. Die Ordnung der Liebe wird wiederhergestellt. Also ich habe mich mit Herrn Hellinger über Videos beschäftigt in unserer Ausbildung, weil die war kombiniert an Gestaltcoaching-Elemente. Mhm. Und Herr Hellinger hat ja eine sehr eigene Art gehabt, aber er ist ja der Urvater im Grunde dieser Geschichte. Ja. Ich hatte dir vorhin die Frage gestellt, was glaubst du, wie alt ist dieses System? Woher kommt es? Und da waren wir kurz bei den Indianern. Naja, es gibt Geschichten, dass die Indianer früher etwas, also Rituale gemacht haben, um auch etwas Altes wieder zu heilen, dass sie die Familienleiter genannt haben oder so ähnlich. Mhm. Das ist eine ferne Erinnerung von mir und da können wir jetzt nicht weiter reingehen. Aber mit Sicherheit ist dieses Thema viel älter. Und ich glaube auch, dass die germanische Heilkunde und diese Gesetzmäßigkeiten bei unseren Vorfahren und Vorvorvorfahren schon bekannt war, wenn vielleicht auch aus einer anderen Richtung betrachtet oder anders angewendet, wie man es heute machen kann. Ich wollte auch eigentlich nur dahin, weil das, was wir heute im Spiegel der Gesellschaft haben, ist ja also ganz viel Patchwork-Family. Mhm. Was für ziemlich viel Disput sorgt und für ganz schön zerbrochene und zerrüttete Thematiken. Also es ist gar nicht so einfach, eine Patchwork-Family gesund, lebendig und liebend zu halten. Ja, und was dabei hilft, Ordnung und Liebe reinzubringen, ist halt diese Arbeit. Und auch vielleicht das Wissen über diese Struktur, die wir vorhin erklärt haben, über die energetischen Räume, die da notwendig sind und berücksichtigt werden dürfen. Und als ich meine Ausbildung angefangen habe vor 10 Jahren oder gemacht habe, da war das noch für mich augenscheinlich noch gar nicht so kaputt, dass die Ursprungsfamilie
dass es da irgendwie so zu immer mehr Auseinanderbrechen kam. Wenn wir heute schauen, auch was die Kinder in der Schule lernen, das Gendern, wer wohin gehört, alle gleich, dass eben so dieses mit Familienoberhaupt, so wie ich noch aufgewachsen bin, mein Opa war der alte Weise, ja, wir haben im Mehrgenerationenhaus gelebt, sind dort so mit den Großeltern aufgewachsen. Ich auch. Und es gab da sozusagen Hierarchien und das war gesund. Ja. Und heute wird den Kindern fast propagiert, dass es eben nicht gesund sei. Und es gibt viele Jugendliche, die ich beobachte, wie sie sich über ihre Eltern stellen und die eben diese Räume durchdringen. Ja. Ja. Ich weiß nicht, wie du das reflektierst. Und naja, ich habe das auch beobachtet, dass das so ist und nehme das auch wahr, wenn ich zuhöre, wenn ich irgendwo zu Besuch bin oder sowas, dass es dann Ungleichgewicht gibt. Mhm. Ja, aber es ist nicht meine Aufgabe, mich da einzumischen. Nein, das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt. Ne? Also es ist sowieso immer dieses Bewerten oder Verurteilen oder sowas, ganz vorsichtig. Also wenn man um Hilfe gefragt wird. Ja. Du kannst übrigens ja um Hilfe, oder du wirst um Hilfe gefragt auch und du hast eine Homepage, die werde ich auch verlinken. Das heißt, man kann dich durchaus kontaktieren. Wer möchte, kann von dir Impulse bekommen, aber du bist niemand, der sich irgendwo rein und aufdrängt. Das kann ich ganz klar unterschreiben. Ich würde aber gern da noch ein bisschen weitermachen, ob wir unseren Zuschauern noch vielleicht was mitgeben können, wie sie etwas leichter identifizieren können, was zu Hause los ist. Weil es geht auch wie in der Germanischen, kann man ja mit eigenem Konflikt beobachten. Im wachen Geist, Selbstreflexion kann man ja schon mal schauen, was passiert. Vielleicht an einem Klassikerbeispiel. Ich kann das ganz grundsätzlich sagen. Wenn, sag ich mal, die Kommunikation eingeschlafen ist, oder wenn keine liebevolle Kommunikation mit einem Mitglied mehr stattfindet, dann ist da etwas gebrochen. Und schon an der Stelle kann man etwas dafür tun, dass dieser Bruch erkannt und wieder aufgehoben wird, so dass wieder liebevolle Kommunikation stattfinden kann. Und ich würde das so nennen, es entsteht vollständige Kommunikation als erlöster Zustand. Vollständige Kommunikation bedeutet, es ist alles gesagt. Und wenn alles gesagt ist, ist nur noch Liebe da. Mhm. Und dabei kann man sich Unterstützung holen, diesen Zustand zu erreichen. Mhm. Also eben in so einer therapeutischen Arbeit, also sprich, du arbeitest ja auch, oder ich kenne das ja auch aus meinem Coaching, man kann einzeln mit den Klienten arbeiten und symbolisch mit Kissen. Ja. Oder eben in dieser Gruppenarbeit. Das möchte ich auch sagen. Ich mache keine systemische Aufstellung, weil es viele gibt, die das besser machen. Mhm. Und mir geht es nur darum, das zu erklären, dass es jemand versteht. Und sich dann, ich kann mich ja nur für etwas entscheiden, was ich verstehe. Mhm. Ne? Und dass sich jemand für meinetwegen eine Familienaufstellung entscheiden kann. Mhm. Darum geht's mir. Ne? Gehen wir noch einmal an das Thema Patchwork-Familien. Mhm. Magst du mir ein, zwei Grundkonflikte nennen, wo man wirklich die Lampen anhaben darf schon? Dass du sagst, so, das sind so die Klassiker? Nö. Okay, mir würde spontan was einfallen. Wir hatten das Thema mit dem Platz einnehmen beispielsweise. Ja. Frau mit Kind allein, dann kommt... Okay. Da wollte ich so ein bisschen hin, dass alles die Zuschauer. Okay, ich brauche dann immer nur den richtigen Hinweis und dass du den richtigen Speicherplatz ansprichst. Es ist bei mir auch so, alle Fragen, die ich stelle, könnte ich selber beantworten. Darum freue ich mich dann immer, wenn die Antworten kommen, ob sie in meinem Feld so sind oder. Ja. Also, was auch ein grundsätzliches Problem ist in Patchwork-Familien oder wenn eine Familie auseinandergebrochen ist und dass wenn Mann und Frau sich trennen und es sind Kinder da, dann fällt
ein Platz weg. Diese energetische Position ist leer. So, und Kinder haben das Bedürfnis, etwas zu heilen, also etwas energetisch wieder in Ordnung zu bringen. Und so kann das dann passieren, und das passiert sehr oft, dass sich dann ein Kind auf die Position des Partners setzt. Des fehlenden Partners. Des fehlenden Partners, ganz genau. Ein Junge möglicherweise neben der Mutter besetzt den systemischen Platz. Und das hat nichts mit Sexualität zu tun, das ist wichtig, das ist Energetik. So. Oder ein Mädchen, wenn die Mutter weg ist, das Mädchen setzt sich auf die Position der Frau. So, da gehören die Kinder nicht hin. Und das ist etwas, was unbewusst passiert. Mhm. Wenn wir aber, und es kann dann später sein, wenn ein neuer Partner in das System reinkommt, der Mann lernt eine neue Frau kennen, die Frau einen neuen Mann, dann kann das sein, dass es einen Kampf um diesen Platz gibt, den das Kind vielleicht schon ein paar Jahre besetzt hat. Energetisch. Energetisch, ganz genau. So, und das kann ziemlich, ziemlich heftig sein. Wenn wir aber wissen, dass es das hier gibt, dass es diese energetischen Räume gibt, wenn wir nur das wissen, dann können wir uns vorstellen, was passiert ist, wenn eine Reibung zwischen einem neuen Partner und einem Kind kommt. Die Dinge müssen geklärt werden, und zwar sehr liebevoll mit den Kindern. Ne? Und man kann sowas auch, wenn sie vielleicht schon ein bisschen älter sind, das auch in diesem Prinzip erklären, dass die Kinder nicht in diesen Raum der Partnerschaft rein dürfen. Mhm. Ne? Weil das ist nicht gesund und das macht Stress. So, und das ist dann natürlich eine Aufgabe, das Kind liebevoll wieder aus diesem Platz rauszubringen. Mhm. Ne? Noch viel komplizierter wird es, wenn dann in so einer Konstellation beide Partner, also jeweils neue Partner sich finden mit Kindern, die mitgebracht sind und die Plätze jeweils fehlbelegt wurden. Ja. Ja. Ich weiß nicht, wie du damit in deiner Arbeit umgegangen bist oder im Coaching, wie das bei euch war. Ab wann wurde es verbalisiert bei den Kindern zu sagen, also eben so eine Struktur zu zeigen? Habe ich keine Erinnerung. Okay. Mhm. Weil ich glaube, dass auch schon ein Zweijähriger ganz unbewusst natürlich, weil er bei Mami sein will, wenn getrennt, wenn die Trennung war. Jetzt kommt wieder das Ding, wo ich verstehe, was du meinst. Ja, du darfst auch gerne weiter. Ja. Naja, es gab eine Geschichte, die ich gehört habe, wo ein zweijähriger Junge, der Vater hat die Familie verlassen und die Mutter ist mit einem zweijährigen Jungen alleine geblieben. Und ich glaube, die Geschichte ist zu heftig. Wir führen sie auch nicht in der Deutlichkeit aus, sondern mir ging es einfach nur darum, dass dieser zweijährige Junge, als er ja dann ein erwachsener Mann war, irgendwann in der Reflexion über seine Thematiken feststellen konnte, dass er sich wirklich auf diesem Platz schon damals festgesetzt hat. Ja. Ich möchte nur einfach rausgeben, weil das war für mich in unserem Coaching-Gespräch, so nenne ich es mal, ein Aha-Moment, dass wirklich auch kleine Kinder schon unbewusst, das passiert ja alles, wenn der Geist nicht wach genug ist, also auch bei mir als Mutter. Ja? Ich versuch's mal. Und dieses Kind war ab dem zweiten Lebensjahr als mit der Mutter alleine und hat da diesen energetischen Platz des Partners belegt. Mhm. So, als das Kind 4 war, kam ein neuer Partner zu der Frau. Und zu dieser Zeit hatte der kleine Junge schon 2 Jahre lang diese Position neben der Mutter besetzt. Und dieser Mann hatte überhaupt keine Chance, das Kind in irgendeiner, er musste auch immer lieb zu dem Kind sein, auch für die Mutter und so weiter. Und dieses Kind hat jahrelang diesen Platz verteidigt, bis es einen ganz schweren Konflikt gegeben hat. Mhm. Und der, sage ich mal, auch in Gewalt übergegangen ist, sozusagen. Und in diesem Konflikt ist dem Vater dann tatsächlich die Sicherung durchgeknallt, ne, und ist gewalttätig geworden, dem Jungen. Da war der 9. Ne. Und ab von diesem Zeitpunkt war dieser Junge halt das Opfer des bösen Stiefvaters. Mhm. Ne, und später hat dann dieser Junge erkannt, dass der
er hat 5 Jahre lang, vom 4. bis zum 9. Lebensjahr, diesem Mann, dem bekämpft. Stiefvater, den bekämpft und diesen energetischen Platz streitig gemacht. Ne, bis der halt gewalttätig wurde, dieser Stiefvater. 5 Jahre hat der Junge den getriezt. Und als der Junge, nicht als der junge Erwachsene, diese Geschichte verstanden hat, dass er selber 5 Jahre lang gegen diesen Mann gekämpft hat, ist ihm bewusst geworden, wie mächtig er schon als Kind gewesen ist. Und er konnte dann annehmen, dass er selber etwas dazu beigetragen hat und nicht nur ein reines Opfer dieses Mannes ist, sondern dass er selber was dazu beigetragen hat, dass das passiert ist. Mhm. Und das war die Heilung für den jungen Mann, weil er verstanden hat, dass er kein Opfer ist. Er konnte aus dieser Opferrolle komplett aussteigen. Selbst sich seiner Macht zurückholen. Genau. Genau. Ich fand es einfach nur so, es war dieser Aha-Moment für mich, zu sagen, okay, auch kleinere Kinder bei pubertierenden Jugendlichen, wenn da die Konstellationen neu gefunden werden, hat man das ja gerne. Dann sagt man, ja, ist ja auch in der Pubertät und so weiter. Da könnte man ja schon deutlicher auch mit den Kindern sprechen oder den Jugendlichen. Mit einem 6-, 7-, 8-Jährigen ist es halt schwierig. Ja. So, deshalb war nochmal für mich auch rauszugeben, auch mit den kleineren Kindern schon aufpassen, dass eben solche Platzverschiebungen dann für ganz ungesunde Familienverhältnisse sorgen können. Ja. Ich denke, dass so etwas irgendwann Grundwissen wird, was in die Schule gehört. Mhm. Zum Abschluss dazu noch, wir sehen ja fast täglich in den Mainstream-Medien, wie gegen die klassische Familie gewettert wird. Ja. Ich habe kein Problem mit schwulen und lesbischen Paaren, überhaupt nicht. Ja, überhaupt nicht. Alles wunderbar. Aber dass eher die klassische Familie, wie wir sie kennen, ja, zunichte gemacht werden soll. Damit, mit dieser Arbeit würde die ja wieder an Wertigkeit gewinnen. Und darüber würde man ja erst mal die Bedeutung wieder verstehen. Und wichtig ist auch zu verstehen, dass ein Mann und eine Frau nebeneinander mit ihren ureigenen Fähigkeiten und Eigenschaften etwas Größeres Ganzes bilden. Und dieses größere Ganze möchte man nicht so gerne, weil es ist eine sehr machtvolle Struktur, Einheit. Ein Mann und eine Frau, die zusammenwirken. Mhm. Für mich ein schönes Schlusswort. Eine liebevolle, machtvolle Struktur, die zusammenwirken. Ja. Lassen wir die Familie doch richtige, echte Familie sein. Vielen Dank, lieber Clemens, für das Gespräch. Gerne. Wir sehen uns ja noch eine Runde weiter. Wieder. Und ein Lächeln an die Zuschauer. Vielen Dank fürs Zuschauen, fürs Zuhören. Bis bald.